Hallöchen, lieben, und herzlich willkommen zu unserer nächsten Runde Stadionbau hier im Construction Simulator zusammen Yay. Mit Yannick. Yay! 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 Oh, mir wird schwindelig. Ich wollte gerade sagen, du spielst ja mit Joystick, ne? Ich glaube, warum bist du so viel schneller als ich? Das wäre Tastatur. Da bin ich nicht so. Außerdem wird es dann irgendwann laut. Ja. Warte mal. Wo haben wir denn? Ach so. Wir müssen Fundament gießen. Fundament gießen? Platten, Fundament gießen. Platten. Ups. Ja, ein Plattenfundament gießen. Guck mal, ich kann auch richtig tanzen. Oh yeah. Yeah. Gut. Yeah. Okay. So. Ich bin gespannt, wann wir das Dings irgendwann mal fertig haben. Es wird noch dauern. Wir haben 2 Jahre Bauzeit, ne? Ne, ich frage mich, schaffen wir es in 2024? Naja, also wenn man das realistisch machen würde, dann wahrscheinlich eben nicht. Ja, true. Warte mal. Erstmal so, würden wir mehr Folgen in der Woche vom Bausim zeigen, dann wären wir natürlich auch schneller. Aber ne, eine Folge pro Bausim, halbe Stunde, machen wir 45 Minuten raus. Ja gut, dann zieht sich's natürlich, ne? Ja, das ist richtig. Moment, ich muss mal eben hier. Ja. Wir haben ja 2 Stellen, habe ich gerade gesehen. Ja. Mal eben hier. Ich hoffe, dass ich da hinten dann in die Ecke komme. Von hier aus. Gucken wir mal. So, erstmal wieder Modus wechseln hier. Ich muss erstmal wieder mir ein Plätzchen suchen, wie ich da bei dir schön hinstelle. Ich bin jetzt wieder im Modus drin. Yay. Ich bin noch auf dem Weg zum Modus. Bist du auf dem Weg zum Modus? Aber es fühlt sich nach einem sehr guten Weg gerade noch an. Möchte überhaupt ja. Nicht. Weiß zumindest, was ich da tue. Hier, der Kollege hier, das scheint auch gerade noch so zu funktionieren. Aua. Ja. Gucken noch? Ja. 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 Ich glaube, so müsste es passen. Nein? Doch. Warte mal. Muss ich hier. Was macht denn meine Kamera hier schon wieder? Achso, bei dir ja, da passt. Bei mir ist es. So, guck, ich kipp da schon Zeug wieder rein. Ja, ist ja gut. Ich mache ja auch an. Hab's verstanden. Ich kipp da direkt Zeug rein. Ui, ja. Das sieht voll gut aus. Da passiert was. Wir haben 1% mehr, 2% mehr. Wow. Voll im Modus. Da passiert was. Finde ich ja gut. Es sind die kleinen Dinge, ne? Muss man immer ja. So sagen. Ist so. Hatte ich auch letztens im Stream das Thema. Welche Jahreszeit auf dem Bau schlimmste? Wahrscheinlich Sommer, weil ultimative Hitze. Ja. Definitiv. Also klar, Sommer ist natürlich geil, du bist draußen, es ist Sommer, es ist cool, du hast Sonne und sowas alles, ja. Aber Hitze ist halt echt ekelhaft. Hitze ist absolut ekelhaft. Da habe ich lieber, also entweder ich bin komplett nass. Mhm. Oder es ist halt. Man trocknet ja wieder, ne? Ja, richtig. Oder es ist halt richtig kalt, weil dann kannst du dich nämlich ganz normal warm arbeiten. Aber du kannst dich halt ich einfach nicht kalt arbeiten. Ich darf kein Geld ausgeben. Oh Gott, schon wieder. Ja. Ja, aber was ist das denn? Nimm doch deine Rechte mal immer mit dir. Nee, ich leg die immer wieder auf den Tisch bei dir und dann, ja. Die wieder auf den Tisch. Ich darf das immer noch nicht. Jetzt darf ich das. Wow, ich darf Geld ausgeben. So, guck mal, dann kriegst du da auch wieder Zeug. Ja, nice. Gut. Ein Hakel hier gerade, ne? Ja? Steuerungsmäßig, ja. Also also ich habe das Gefühl, so ein Teil des Arms reagiert extrem schnell und der andere Teil halt so gar nicht. Okay. Also es kann auch einfach sein, dass ich nur irgendwie, keine Ahnung, subjektives Empfinden.
Ja, vielleicht stelle ich mich auch einfach nur dumm an. Das kann auch sein. Achso. Wolltest du jetzt schön ausdrücken? Ne, schön ungleichmäßig verteilen, damit die Arbeiter, die da unten zugange sind, richtig was zu tun haben. So haben wir das gelernt. So muss das sein. Ist halt echt so, ne? Wenn du so einen richtigen, also wenn du so den falschen Kollegen hast, sag ich jetzt mal. Ja. Also es gibt echt Leute, die werfen dir dann Steine in den Weg, ne? Ist das so richtig unkollegial? Ja, ist mir halt auch schon mal so passiert, ne? Da so Vorarbeiter, also wo ich jetzt noch nicht Vorarbeiter war, kam so an mit Radlader, hat da eine Schippe Sand hingeschmissen und hat mir eine Schippe in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, bitte mach mal. Und er hätte einfach nur an den Graben ranfahren brauchen, weißt du? Hätte er so reinschippen können oder kippen können. Ach, krass. Aber nee, hat er nicht gemacht. Dann hier, Schippe, bitteschön. Na gut, vielleicht sollte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen so, ne? Hier, guck mal. Der da hinten hat nur nichts zu tun, was machen wir mit dem? Ja, warte, ich kümmere mich. Ja, gut, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, ne, so wenn Chef oder Bauleiter oder sonst irgendwas dann kommt, ja, dann müssen die Leute natürlich an der Arbeit sein, ne? Also ich habe immer so bei solchen Sachen so im Kopf so Azubis, ne? Ich sage jetzt mal, gibt's ja auch an Azubis oder teilweise auch an Praktikanten, da jetzt mal Arbeiten ab, wo, also ich sage jetzt mal, jetzt ne, in meinem Fall, wo ich weiß, wenn ich das selber mache, dann geht das wesentlich schneller, weil ich weiß ganz genau, wie es funktioniert. Ne? Das sind, doof gesagt, 3 Klicks oder whatever. Mhm. Dann wäre es fertig. So, du möchtest ja natürlich Azubi bzw. Praktikanten natürlich auch eine Beschäftigung geben. Die sollen ja auch zu tun haben und nicht nur doof da sitzen und, ne, ja, und denken, boah, wann bin ich hier endlich durch. Ne? Und dementsprechend ist es dann halt auch, dass man dann sagt, so, guck mal, du kümmerst dich jetzt mal da und da drum, obwohl, wie gesagt, ich, wenn ich selber mache, es eigentlich viel, viel schneller gehen würde. Aber du dann sagst, hier, mach das mal und, doof gesagt, have fun, ne? Ja. Weiß nicht, vielleicht ist das in solchen Situationen auch, wo, ne, wo du schon sagst, ne, eigentlich könnte das auch direkt da reinkippen und dann wäre es, ne, eine Sache von 3 Minuten oder derjenige, ne, sonst steht da halt die ganze Zeit einer sehr lange einfach nur. Ja, drin. Gut. Also mache ich es ein bisschen komplizierter. Ja, stimmt natürlich. Ja, das ist ein guter Punkt, das stimmt. Und natürlich auch der Aspekt, ich sag jetzt mal so, auf dem Bau und so weiter, wo man einfach sagen muss, naja, du hast ja immer mal wieder auch wahrscheinlich die Situation, ne, Maschinenausfall oder whatever, aufgrund von Gegebenheiten am Bau selber, ne, es kann entweder total easy peasy laufen oder komplizierter. Und dementsprechend so, ne, dann, ne, zeigen wir euch auch mal, wie es komplizierter aussehen könnte. Ja. Ne? Also ja, verlasst euch nicht auf super einfache Situationen, sondern es kann auch mal scheiße sein, ne? Da muss ich ja auch sagen, tatsächlich, also gerade jetzt bei den Versorgungsleitungen und sowas, alles was ich ja halt eben gemacht habe, so Stromkabel, Wasserleitungen und sowas, du buddelst immer zwischen Kabeln. Ständig, die ganze Zeit. Und da kommst du halt teilweise mit Bagger gar nicht mehr durch, ne? Ja. Also dann heißt das Handschachtung, ja, und dann ist auch schon mal das ein oder andere Mal gewesen, wo du halt wirklich da so 2-3 Tage an einem einzigen Loch gesessen hast. Ne? Ja, sowas zum Beispiel. Halt, ne? Wirklich, und das nur Spitzhacke, Schippe und gib ihm. Ja. Ja, und das meine ich. Also ich sage jetzt mal gerade so, wirklich, wie gesagt, einfach wieder Aspekt Azubi, Praktikant. Ich meine, klar, du kannst dir noch zeigen, guck mal, das geht immer alles voll toll einfach, ne? Ist hier alles gar kein Ding. Diejenigen fangen dann an und denken so, ey, das ist voll cool, ich glaube, das ist voll mein Ding. Fangen mit ihrer Ausbildung an und stellen dann aber fest, Alter, das ist hier aber gar nicht immer so easy peasy, wie es, ich sag jetzt mal, bei mir im Praktikum war. Da war das voll einfach und jetzt mache ich hier meine Ausbildung, auf einmal ist es so, ne? Also ich finde das schon gar nicht verkehrt, ich sag jetzt mal, sowohl die schönen, entspannten Seiten eines Berufs zu zeigen, als auch selbstverständlich die wirklich hardcore abgefuckten Seiten, ne? Die, wo du sagst, ey, habe ich jetzt mal gerade so gar keinen Bock mehr drauf, weil ist ja mal, ne, anstrengend, unattraktiv, unsympathisch, whatever. Also ich finde das schon nicht verkehrt, wenn man halt, wie gesagt, gerade in solchen Momenten, das dann auch mal zeigt. Da muss ich immer an mein Praktikum denken, was ich war, glaube ich, doch, das war sogar Grundschulzeit, ja. War ich beim Tierarzt. Ich wollte ja unbedingt Tierärztin werden, wie man es von so vielen jungen Mädels kennt, ne? Schule, Praktikum, ernsthaft? Ja. Was? Ja.
Nee, nicht Praktikum, Girls Day war das. Ja, okay. Girls ja, das stimmt, den gab's auch noch. Ja. Oder gibt es noch? Und da muss ich sagen, war, also Hut ab immer noch an den Tierarzt, wo ich damals war, weil er hat es genau richtig gemacht. Er hatte mir dann halt auch ganz klar gesagt, ja, Tierarzt ist ein schöner Beruf. Ja, du hilfst vielen Tieren. Aber bedenke, es gibt auch die Tiere, denen nicht mehr geholfen werden kann. Wo einfach Einschläfern die letzte oder nur noch die Option ist, um dem Tier zu helfen, einen ruhigen ja, Tod zu ermöglichen, sag ich mal, ne? Mhm. Dass sie sich nicht mehr quälen müssen. Und er hatte dann halt zu mir gesagt, das darfst du niemals vergessen. Diese Aspekte sind nun mal leider auch immer dabei und gehören zu diesem Beruf auch mit dazu. Ja, klar. Und da muss ich halt sagen, das war für mich genau das Richtige, weil das war der Grund, wo ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Dementsprechend war Tierarzt die Idee, hier irgendwann mal Tierärztin zu werden. Danach, für mich, hat sich das erledigt gehabt. Ja, es aber auch, gibt halt nicht immer nur schöne Seiten in dem genau. Beruf. Ne? Ja, genau richtig. Und muss man aber dazu sagen, es war vorher, wie gesagt, Grundschule zu der Zeit, einfach so, oh ja, ich helfe ganz vielen Tieren und ich mache die alle glücklich und die freuen sich und mögen mich und so. Ne? Das war der Aspekt, den ich als junges, unschuldiges Kindchen damals dann hatte. Und ja, das war halt, wie gesagt, vollkommen richtig, dass zu mir gesagt wurde, nein, auch dieser Beruf hat einfach negative und schlechte Seiten. Ja. Was sagen, kommst du? Aber in dem Sinne ist dann der Girls Day ja eigentlich genau richtig gewesen. Absolut. Absolut. Das muss ich auch sagen. Also das war genau richtig, als man mir das so offen und ehrlich gesagt hat. Ja. Ja. Jetzt stell dir einfach mal vor, ich sag's mal so, natürlich im Laufe, du wirst immer älter, dann ist dir das wahrscheinlich auch irgendwann sehr bewusst, dass diese Aspekte auch mit dazugehören. Ne? Lernst ja mit deinem Leben auch immer mit dazu, aber ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer noch so gedacht hätte, ja, Tierarzt, das ist, glaube ich, total mein Ding und dann auf einmal, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, dann mit, keine Ahnung, 5 Jahre später oder 6 Jahre später, wo du auf einmal denkst, ah, ich glaube, so weit ist es doch nicht, und dann wieder so denken, okay, jetzt muss ich mich mal ganz neu umorientieren, weil du dich vielleicht schon total darauf eingestellt hast oder so. Na, das ist ja, also wie gesagt, ich war da schon froh drüber, dass da so ehrlich mit mir direkt gesprochen wurde. Ja, klar, glaube ich. Ja, generell, also ich würde auch absolut sagen, jetzt zum Beispiel bei Praktikas oder sowas, ist generell eigentlich immer eine gute Sache. Ob dir der Job hinterher liegt oder nicht, sei völlig dahingestellt, aber wenn er dir nicht liegt, dann kannst du auf jeden Fall mit dem guten Gewissen da rausgehen, dass du dich darum auch nicht mehr weiter kümmern brauchst. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe während der Schulzeit, also Praktikum hatte ich tatsächlich nur eins, was ich sag mal verpflichtend von der Schule aus war, ne, was du so in deiner Schulzeit hattest, war ein Praktikum dabei, was ich zu wenig fand, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich würde es mehr befürworten, mehr Praktikas die du während deiner Schulzeit machen solltest, müsstest, könntest. Ruhig so 2, 3 vielleicht. Und wenn man die Möglichkeit hat und wenn man natürlich, muss man dazu sagen, wenn man Bock drauf hat, das zählt ja immer mit auch erschwerend dazu, habe ich aber auch nicht gemacht, muss man dazu sagen. Aber heute, also wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich das meinen Kindern, glaube ich, doch schon sagen, guck ruhig, dass du auch vielleicht in deinen Ferien, vielleicht so eine Woche irgendwo, also Sommerferien zum Beispiel, ne, dass du eine Woche irgendwo ein Praktikum machst. Einfach, um den Beruf kennenzulernen. Ne, da reinzuschnuppern. Und es macht natürlich auch später in deinem Lebenslauf ein sehr, sehr gutes Bild, wenn du sagen kannst, ich habe hier, da, dort ein Praktikum gemacht. Ne? Das zeigt ja auch Motivation. Und wie gesagt, gerade im Beruf oder auf den beruflichen Aspekt geguckt, meiner Meinung nach, das Beste, was du machen kannst, in den Beruf reingucken. Ich sag jetzt mal, wenn du jetzt sagst, so das und das habe ich jetzt voll Bock drauf, vielleicht auch in 3 Ferien bei unterschiedlichen Arbeitgebern Praktikum machen, einfach um zu sehen, okay, ist es wirklich immer, ich sag jetzt mal, der gleiche Ablauf? Ist es immer überall so? Gefällt es mir? Weil du kannst ja, ich sag jetzt mal, du bist jetzt bei dem, also geh mal einfach mal, nimm mal Tierarzt weiterhin. Ich wäre jetzt bei einem anderen Tierarzt gewesen und da wäre es voll toll gewesen. Du hättest den Tieren geholfen, hättest die geknuddelt, gekuschelt, hast sie nicht gesehen. Und dann sagt er auf einmal zu mir,
Ich muss erstmal gucken, wie das Ganze jetzt hier wieder ging. Jo, so, so. Ne, da ist richtig toll. Und ich sage, ja, das gefällt mir nach wie vor. Ich wäre dabei geblieben. Auf einmal dann so, boah, shit, das passt ja doch alles so gar nicht. Ja, das stimmt. Und deswegen, ne, beim nächsten Mal dann vielleicht bei einem anderen Tierarzt gewesen, der dann halt das genauso gemacht hätte und sagt, ja, hier, nee, ne, bedenke, das und das und das gehört zum Beruf auch mit dazu. Den Besitzern, die, ist jetzt mal schwere Nachricht zu vermitteln, ja, wir können ihrem Tier leider nicht helfen. Oder so und so sieht's aus. Ich wollte sagen, wie mache ich das Ding jetzt hier nochmal an? Gießen an. Genau, okay. Das machst du wieder über das Menü. Und das ist halt, wo ich so denke, ne, deswegen, wenn man die Möglichkeiten hat, auch gerne bei mehreren Arbeitgebern gucken, dass man hier da dort das Praktikum, wow, das war falsch, das Praktikum macht, weil es halt überall vielleicht anders aussieht, ne? Ja, einfach halt die Erfahrung halt einfach sammeln halt, ne? Ja, jeder... Wie ich schon sagte, es kann hier anders sein, kann dort anders sein. Genau, und jeder Arbeitgeber ist ja nicht gleich, ne? Ja, das ist natürlich auch wichtig. Also, ne, kennen wir ja auch zur Genüge, dass du teilweise mit deinem Job total zufrieden bist, aber der Arbeitgeber ist halt einfach, ne, total, Rotze. Kennt, glaube ich, kennen auch einige. Ach so, guck mal, ich kann das Ding sogar noch weiter ausklappen, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe eben so gedacht, das müsste doch eigentlich noch ein Stückchen weiter gehen. Und ja, mit dieser Taste geht das auch. Deshalb, das halt auch immer so auf dem Schirm behalten, dass vielleicht der Beruf wirklich, also man hat Bock auf den Beruf, aber vielleicht da, wo man das Praktikum gemacht hat, ist eigentlich doch gar nicht so geil gewesen und passt von dem Aspekt her nicht. Aber irgendwo anders, stellt man fest, doch, es ist immer noch genau das, was ich suche. Mhm. Also deswegen da, wie gesagt, würde ich meinen Kindern Baumaschine leer. Ja, ich bin doch schon dabei. Würde ich, wenn ich Kinder hätte, schon doch immer mal wieder sagen, guck, dass du auch in deinen Ferien hier da dort immer mal wieder ein Praktikum machst, weil es hilft dir später einfach nur. Naja, klar. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, das muss man ja auch sagen, ne? Viele wissen das ja auch so eigentlich gar nicht. Ja, wahrscheinlich wird es irgendwo in der Schule mal gesagt oder so. Sind wir mal ehrlich, wer hört da so oft zu? Aber ja, Praktikas muss man halt nicht nur diese Schulpraktikas machen, ne? Ja, das, genau. Das ist halt einfach ganz so, genau. Wie du schon sagtest, du kannst halt eben auch in den Ferien dann mal. Ich sag mal, wenn es halt eine Woche ist, dann ist es eine Woche. Aber du hast es halt eben gemacht. Wenn es 2 Wochen sind, ist es noch besser. Keine Frage. Ja, ja, ja. Aber du kannst damit dann halt eben deine eigenen Erfahrungen sammeln. Genau. Und man muss ja auch. Das ist echt nicht verkehrt. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch immer mal wieder einige, die irgendwo nur ein Praktikum gemacht haben und dann machen sie später dort auch ihre Ausbildung. Ne? Ja, natürlich. Also, wo du halt die Firma kennengelernt hast und für dich feststellen kannst, ey, ist das echt voll cool. Ich verstehe mich mit den Kollegen richtig gut und der Arbeitgeber sagt halt auch, ey, ein super motivierter Praktikant, ja, ich gebe ihm die Möglichkeit, wenn es dann soweit ist, sage ich mal, hier bei uns die Ausbildung zu machen. Ja. Das ist bei mir zum Beispiel genau so gewesen damals. Ich hatte ein Schülerpraktikum gehabt in einer Baufirma bei uns aus dem Ort. Habe mich auch super mit den ganzen Leuten verstanden. Ich konnte auch unglaublich viel selber machen tatsächlich. Ja. Ist eine etwas größere Firma gewesen, sage ich jetzt mal. Aber ich bin definitiv auch beim Chef angekommen in der Zeit und habe dann nochmal ein zweites Praktikum in den Ferien gemacht. Mhm. Und da wurde dann halt eben hinterher gesagt, ey Junge, gut, du hast jetzt noch ein Jahr in der Schule. Es war dann halt 9. Klasse. Ja. Du hast jetzt noch ein Jahr in der Schule, melde dich, wir nehmen dich. Ja, und das meine ich halt, ne? Das ist dann halt, die Möglichkeit besteht dann. Ja. Und wenn man dann sagt, ja, da in der Firma, das gefällt mir richtig gut und die haben festgestellt, ey, wie du schon sagst, ne, der Junge, der ist motiviert und der passt auch hier zu uns. Das ist ja auch gerade mal, ich sag jetzt mal so, in kleineren Firmen
wo da natürlich auch drauf geachtet wird, passt diese Person zu den anderen Kollegen? Werden die sich verstehen oder gibt es da halt einfach nur Ärger, ne? Weil man feststellt, nee, das passt halt so von der Art und Weise her nicht. Ne? Das wird Ärger geben unter den Kollegen, klar. Weil das will halt auch kein Chef, ne? Du möchtest keinen Stress unter den Kollegen, was du dann da auch schon, upsa, so feststellen kannst. Ja, definitiv nicht. Das willst du natürlich vermeiden. Teilweise habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich es voll draus, jetzt weiß ich, wie ich hier das Ding bewegen muss und dann geht es doch wieder nicht. Dann macht er doch wieder das, was ich eigentlich gar nicht will. Ja, der ist, weiß ich nicht, der ist störrisch heute. Hatte ich ja auch so irgendwie das Gefühl. Also, gut, das kann jetzt natürlich sein, wir haben relativ lange auch nicht mehr gespielt. Jetzt muss man ehrlich sagen. Er war pissig, meinst du? Oh ja, jetzt deswegen, muss ich wieder herhalten. Wir haben ihn jetzt so... Wie lange? 3 Wochen? 2 Wochen? Haben wir den jetzt hier stehen gelassen, weißt du? Ja. So einfach hier in der Ecke gestellt, so Licht angelassen und so weiter, hat sich keiner drum gekümmert und jetzt kommen wir wieder und der muss sofort wieder loslegen, ne? Ja, okay, das stimmt schon, ja. Ist noch nicht ganz warm. Oh. Ich bin so gespannt hinterher, ne? Ja, aber ich weiß auch, wir sind doch lange nicht fertig. Nee, das Gefühl habe ich auch. Da fehlt echt noch jede Menge. Vor allem, aber also wenn schlimm. Das jetzt wirklich, also wir machen ja jetzt gerade eine einzige Tribüne, ne? Ja. Und das Stadion ist ja, also es ist ein Stadion halt, ne? Ja. Also das hat halt auch überall eine Tribüne. Genau. Da fehlen halt noch 3 Seiten. Genau. Ich bin mal gespannt, ob jetzt nach dieser Tribüne auf einmal noch eine zweite zum Beispiel da steht. Und dass es so Hälfte-Hälfte aufgeteilt wurde oder so. Ja. Oder ob du wirklich jede Tribüne so einmal bauen musst. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber es ist auch generell, es ist ja massig, was hier an Aufgabe drin ist. So. Ja. Dabei ist das ja sogar nicht mal auf der höchsten Stufe. Nee, wir haben Mittel, ne? Ja, wir haben eine Mittelstufe. Jetzt macht er wieder nicht mehr das, was ich will. Das ist sehr witzig. Das ist verrückt, mal erstmal aus. Ja, das ist total strange. Woraus brauche ich gar nicht, weil es läuft gerade eh nichts rein. Bei mir hört ich halt so wirklich, ja, okay, er macht genau das, was ich möchte. Doch jetzt. Also ich würde das jetzt einfach mal mit der Brücke zum Beispiel vergleichen, die wir da hatten. Die große, die Straßenbrücke über dem Wasser. Da war das ja auch ziemlich tricky bei den Pfeilern, die zu gießen. Ja, das war auch. Ich muss ehrlich gestehen, das hier, das war für mich gerade ein bisschen schwieriger. Weiß ich nicht, der hat nicht so, oder der reagiert nicht so, wie ich es erwarten würde einfach. Ja, genau, das ist es. Also das irritiert mich halt immer, was er da... zum Teil macht, wo ich denke, ich drücke jetzt die Taste. Eigentlich bin ich der Meinung, du hast das und das eben auch gemacht, wenn ich die Taste gedrückt habe und jetzt auf einmal wieder, nö, ich mach das nicht mehr. Ja, gut, genau. Okay, dann machst du das jetzt halt aus Gründen doch nicht mehr. Aber ich glaube, also wo man das extrem gut merkt, ist, wenn man den anheben möchte. Ja. Weil wenn du nämlich die Taste fürs Anheben drückst, geht er nämlich erst so ein Stückchen runter. Ja, genau, das hatte ich eben auch. Und du musst sie halt einfach nur weitergedrückt halten, sozusagen. Und dann zieht er einen hoch. Das irritiert extrem. Mhm. Ja, das hatte ich eben auch, die Situation. Wir sind bei 72, nice. Bin mal gespannt. Ich da hinten noch weiter hin. Nicht warum, boah, aber ich habe gerade diesen Betongeruch in der Nase einfach. Na gut. Das heißt, du kennst es ja auch, ne? Ja, natürlich. Das ist genauso wie, wo wir auch wieder die Brücke gebaut hatten, wo wir da Asphalt eingebaut hatten oder auch beim Parkplatz.
Ich hatte instant, ich hatte sofort Asphaltgeruch in der Nase. Ja, ja, ja. Aber gut, es ist halt eben auch ein unverwechselbarer Geruch, ne? Das erkennt man sofort. Guck mal, ob ich da hinten in die Ecke noch hin muss oder ob ihm das reicht, wenn ich das hier vorne alles mache. Also bei mir hatte er vorhin sehr, sehr viel noch freigelassen, bis okay. er auf 100% war. Für da hinten müsste ich tatsächlich umsetzen. Ja. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass es hier vorne reichen wird. Müssen wir aber mal gucken, weil ich musste vorhin ja auch umsetzen, weil irgendwann hat nämlich der Schlauch einfach nach oben geklappt. Ja, ja, ja. Ja, da doch, ich ein bisschen befürchte, weiter ich muss ja da umsetzen müssen. Ich denke es mal. Mal schauen. Mal schauen. Wo wieder? Huch, das ist total... Ja, dieses ja, Runtersacken. Das ihre, ja, das ist total merkwürdig. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich realistisch ist. Ja? Ja. Dass der da so runtergeht? Bei der Länge vom Ausleger her kann ich mir vorstellen, da ist halt ein unglaublich großes Gewicht drauf. Ja gut, ja okay, ja klar. Und ich kann mir vorstellen, dass der dass der eine Stempel hier unten, also der Hydraulikstempel, der den ganzen Arm hält, ja. Wenn da das Ventil offen geht, dass der erstmal diesen runter, ganzen ne? Druck von Hydrauliköl erstmal wieder komplett zurückdrückt. Ja. Bis die Pumpe dann erstmal überhaupt so weit ist und den Druck aufgebaut hat. Das könnte ich mir halt vorstellen. Also ich könnte mir echt vorstellen, an die Betonpumpenfahrer, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir jemanden haben, ob das in echt halt eben auch so ist, dass er da echt erstmal so ein kleines bisschen absackt, dass man das halt eben so ein bisschen im Kopf haben muss. Ich könnte es mir echt gut vorstellen, bei der Größe auf jeden Fall. Ja, und schon. Ja. Ja, ich befürchte auch, dass ich glaube nicht, dass er ja, hier... Ja, werden wahrscheinlich mal umsetzen müssen. Ja, ja, ja. So, war denn... Zurücksetzen. Ich überlege gerade, wie fahre ich denn jetzt mal? Doch, ich fahre, glaube ich, hier weiter vor. Den LKW an der Seite stellen, ne? Ja, wenn ich verkehre, dann setze ich da nämlich so an. Hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, so. Der steht nämlich genau da wahrscheinlich, wo man sich am besten hinstellen könnte. Genau, genau. Damit ich glaube auch, dass ich da den Platz, also zum wieder ausklappen brauche. Ermutung. So. Bitopi. MMM. Hast du noch die Klappe auf? Ja. Ich habe letztens auch, haben wir irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, habe ich auch V gesehen und da auch solche riesigen Gerätschaften einfach, wo ich auch immer so denke, ey, das ist schon krass, was du da so hast. Alter, das ist Wahnsinn, was es mittlerweile alles gibt, ja. Ja. Und was ich letztens auch gesehen hatte, da ist ein Haus abgerissen worden, auch mit, hier wie unser Kran da hinten, mit diesen Steinklötzen unten, ne? Ja. Wo ich so gedacht habe, also habe ich mir auch vorher nie Gedanken drüber gemacht, das ist immer total witzig, wenn du halt jetzt solche Spiele spielst und wo du dann auf einmal drauf achtest. Und ich habe halt nur so gedacht, okay, dieser Kran, der wächst ja nicht einfach aus dem Boden. Das ist total interessant, wenn du überlegst, opala, dass irgendjemand diese Steine, diese Gewichte, da ja auch vorher hingebracht haben muss. Ja, ja, klar. Ne? Natürlich. Ich sehe, gerade, okay. Gerade bei jetzt zum Beispiel so einem Kran wie diesem Turm, der Turmdrehkran, der jetzt hier steht zum Beispiel, wie du schon sagtest, der taucht ja nicht auf einmal irgendwie auf oder so. Genau, du brauchst tatsächlich einen anderen Kran, um diesen Kran aufzubauen. Genau, und das, genau das war so der Gedanke, den ich hatte. Okay, das ist total viel Arbeit, die da dran steckt. Ja.
Weil halt das erstmal so fertig gemacht werden muss. Dass dieser Kran da so steht, dass er benutzt werden kann. Und wie gesagt, da habe ich nie mir irgendwie mal Gedanken gemacht. Ja, da wird jetzt ein Kran hingestellt mit Gewichten. Und hast du nicht gesehen? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie. Es ist halt, es ist wirklich oft so im oder auf dem Bau, dass du halt echt Dinge oder dass die Vorbereitung alleine, um irgendetwas auszuführen, schon extrem lange dauert. Ja, das habe ich halt auch so gedacht. Bevor du überhaupt erstmal arbeiten kannst, ne, muss noch dieses, jenes, welches gemacht werden. Und ich glaube, das ist halt auch, was viele gar nicht so bedenken, wenn sie dann Baustellen sehen, wo sie sagen, ey, da passiert ja einfach gar nichts. Doch, da passiert jede Menge, aber es passiert noch nichts, was du sehen kannst. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Weil man ja auch echt sagen muss, ist ja natürlich auch auf dem Bau viel auf Mobilität ausgelegt, so wie jetzt, gutes Beispiel jetzt hier diese Betonpumpe. Also mobiler kannst du mit sowas halt definitiv nicht sein. Früher hat man das halt echt mit Schubkarre gemacht. Dann hat man es mit einem Kran gemacht und einer Bombe dran. Also so ein Eimer quasi, wo dann immer wieder mal so ein bisschen Beton reingefüllt wurde. Ja. Und da ist das hier mit einer Betonpumpe natürlich schon mal unglaublich effektiv in dem Vergleich. Und gleichzeitig bist du extrem mobil damit, ne? Ja, hast du das denn immer? Oder ist das hier, ich sag jetzt mal, wo du schon sagen musst, naja, du hast die wirklich modernen Baustellen? Oder auch, wie du schon sagst, ne, dann ist da mit Schubkarre und so, weil ne, die sich das halt so nicht leisten können, wie es, ne? Du hast, also es lohnt sich halt teilweise nicht, irgendwo eine Betonpumpe hinzubringen. Ne? Das sind natürlich alles Kosten, die damit verbunden sind. Genau, und das meine ich halt, wo du dann wirklich sagst, nee, da wird drauf verzichtet. Es dauert dann vielleicht länger, aber man nimmt wirklich die alten Gerätschaften lieber. Ja, genau. Also du musst ja immer abwägen. So, klar, Zeit ist natürlich Geld, keine Frage. Aber ich sag jetzt mal, ich muss tatsächlich nochmal umsetzen. Weiß ne? ich nicht. Muss hier hinten noch hin. Faszinierend. Zu Hause, keine Ahnung, 5 Quadratmeter Betonfläche zu machen, holst du dir keine Betonpumpe. Ja. Weißt du, das machst du einfach nicht, weil das würde absolut den Rahmen sprengen, was das angeht. Na gut, privat zu, ich sage jetzt mal, richtig großen Baustellen ist ja sowieso immer der Unterschied, ne? Ja, das stimmt. Weil jetzt klar, natürlich, bei größten Baustellen hast du eigentlich auf jeden Fall sowas halt eben dabei. Definitiv. Also da wird dann halt eben auch in die Tasche gegriffen. Das ist aber alles halt eben mit einkalkuliert. Ja. Das ist halt völlig klar. Oh, so schön jetzt hier mit der Sonne, ne? Das sieht so krass aus einfach. Sieht echt geil aus gerade, ja. Ich glaube, solche, ich sag jetzt mal, soll ich es ausdrücken, Spektakel am Himmel, das hast du, glaube ich, auch viel auf dem Bau, ne? Also siehst ja, bist ja schon früh da. Würde sagen, sagst so, und jetzt, ne, so ein Aufgang, so ein Untergang. Ich glaube, also da sieht man wahrscheinlich auch relativ viel, oder? Ja, definitiv. Und bist ja auch ganz oft an Orten, die wo sonst halt eben keiner ist oder so. Ja. Du siehst da sehr oft halt eben auch solche Sachen, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, definitiv, sowas alles. Was zum Beispiel auch ganz cool ist oder was mir eigentlich immer sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich unter Flutlicht zu arbeiten. Ja. Weiß nicht warum, aber es von der Optik her ist das einfach genial irgendwie. Du müsstest einmal die Klappe nochmal aufmachen. Licht. Oh, nee, falsch. So, jetzt aber. Auch eine falsche Taste. Da ist gerade ein Flugzeug über uns drüber geflogen. Aber das habe ich gar nicht gesehen. Ich bin hier voll am Gießen. Opa. Und Tastensuchen, ja, du sagst es. Das ist halt immer, wo du denkst, ja, die ist es jetzt, glaube ich. Nee, die war es doch nicht. Okay. Nee, also da habe ich tatsächlich, also da habe ich auch einige Bilder machen können, sage ich jetzt mal so. Ja. Vor allem Sonnenaufgängen halt, ja. Ja, das ist so ein Punkt, ich meine, ich arbeite ja nun mal hauptsächlich im Büro, ja, auch mal draußen und so, aber das finde ich halt cool an solchen Berufen, wenn du wirklich viel draußen bist und so viel dann siehst, ne? Ja,
Yay, Tribünenabschnitt beendet. So, Baustelle räumen wird gemacht. Ja, stimmt. Ey, Hilfe. Ja, richtig. Wir müssen ja weg hier. Ja. Ist ja gut. Ich fahre ja schon. Ich würde sagen, wo ist denn weg? Wohin ist weg? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber ich bin offensichtlich raus. Also Straße ist in Ordnung. Oh ja, wir haben aber ein... Ja, nee, aber es steht doch... Ja, der... Sagen, ja, der, ja, ja, der LKW noch. Da hinten. Ja. Ich hole sie. Sehr cool. Oh, da bin ich jetzt ja mal gespannt, ne? Was ich da auch. Jetzt rauskommt. Wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Ah. Ja, mal gucken, was da als nächstes wieder ansteht. Aber wobei, es sieht so aus, weil die Fläche hier hinten, die ist schon echt groß. Okay. Oh yay, gar nichts. Okay, das war mal Hardcore-Fail. Ich dachte jetzt auch schon so, hä? Ja, wobei... Aber ich sehe Fernarbeiten. Ja, das wird gut. Und wir haben tatsächlich eine zweite Tribüne daher gezaubert. Oh. Ja. Also hier steht tatsächlich auch schon was. Oh wow, okay. Aber Kranarbeiten, ich lieb's wie immer. Sehr cool. Ja, wir Lieben, damit sind wir für heute durch. Betongießen abgeschlossen. Tribünen bis 16% fertig. Also es wartet noch sehr viel Arbeit auf uns. Ja, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wir freuen uns ganz, ganz doll auf eure Kommentare. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, wie immer findet ihr natürlich Janis Kanal auch in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ciao.